Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Hobbit. Und ich muss, Gandalf, was machst du denn? Und ich muss ja gestehen, ich habe es ja bereits in der letzten Folge gesagt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, wie es jetzt weitergeht, denn wir sind aus der Höhle raus. Und irgendwie hatte ich jetzt wirklich, also ich war der festen Überzeugung, dass die Story und somit auch das Spiel jetzt erstmal komplett zu Ende sei. Wir können weiterspielen und naja, mal gucken, wie lange noch. Und ja, gegebenenfalls können wir, falls es doch früher endet als erwartet, uns vielleicht noch ein bisschen mit Nebenquests ja, ein bisschen beschäftigen oder halt freispielen. Ich weiß das gar nicht. Gehen wir erstmal unseren ganz normalen Weg. Denn ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig, muss ich ja gestehen. Als sie durch den Wald wanderten, beschlich die Gemeinschaft das Gefühl nahenden Unheils. Sie waren nicht allein. War ihnen etwas aus dem Orkreich gefolgt? Oder lauerte hier eine andere, noch größere Gefahr? Uiuiui. So viel zum Thema, das Spiel hat sich jetzt erledigt. Oder das Spiel ist zu Ende. Von wegen. Oha, oha, oha. Okay, okay, wir werden verfolgt. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit zu kämpfen. Wir müssen laufen. Auch gut. Ach, guck mal hier. Uiuiui. Was jetzt? Genau, wir klettern jetzt erstmal rauf auf die Bäume. Achso, doch, ein bisschen. Hoppala. Aber ein bisschen kämpfen können wir schon. Oh, Entschuldigung, Kollege. Mein Freund. So, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen Klamauk machen. Was heißt nicht Klamauk machen? Das ist der falsche Begriff. Ich würde sagen, ein bisschen aufräumen. Du, komm mal her. Du hast mich überzeugt mit deiner Waffe. Und da wollen wir doch mal uns ein bisschen hier. Leute, ihr kommt klar? Oder muss ich euch helfen? Hör doch mal auf da. Okay, so. Ich muss mal gucken. Kann ich die Sachen aufheben oder was ist jetzt? Ah, okay. Du möchtest jetzt das. Nein, Entschuldigung, es tut mir leid. Okay, ich kann. Aha. Ach, guck an, wie schön ist das denn? Okay, und jetzt kann ich jetzt einfach mit Tatsache, wie krass, man kann den Ring nehmen und in dieser, ja, ich weiß nicht, ist ja dieser komischen, ja, eine Parallelwelt ist es ja nicht. Auf jeden Fall kann man da dort auch interagieren, sehr schön, sehr interessant. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn es doch so einfach ist, diese Viecher irgendwie in die Flucht zu schlagen, warum sind wir weggerannt? Aber gut, soll uns nicht. Haben wir, wen haben wir hier? Haben wir hier irgendjemanden, der. Warte mal, ich mach mal hier ein bisschen. Nicht. So, was? Wieso kann ich Dwalin nicht nehmen? Dwalin ist wahrscheinlich wieder.
Okay, so, das konnte ich jetzt auseinander... nicht auseinander, sondern... Was jetzt? Ja, hallo? Hä? Kannst du hier was anfangen? Kannst du hier was anfangen? Aber du kannst was anfangen hier, oder? Nee, keiner kann was... Dann... Nee, muss ja nicht. Aber hier kann ich... Das kann ich. Wie kann es weiter? Aber ich kann hier nicht rein. Weil es zu dunkel ist und wir haben keinen Gandalf. Ach, verdammt. So, hier kann ich aber wieder was zusammenbauen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie es jetzt weitergeht. Ja, nein. Wir brauchen dich. So. Und zieh, 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 zieh. Ja, super. So. Jetzt auf nach oben. Ja, so ganz unbeholfen. Obwohl, ich muss ruhig sein. Das kann ich. Ich wollte mal kurz hier was gucken. Ja, okay, weiter. Ach, guck an. So, und was kann ich jetzt damit machen? Ich meine, das ist ja sehr interessant, aber was mache ich damit? Ach, was kann ich denn hier machen? Speichern und fortfahren. Ja, mach mal. Ist okay. Ah, okay, hier kann ich auf jeden Fall irgendwas fangen. Während die anderen noch hier am Kämpfen sind. Guck ich hier gerade. Okay, ja, langsam, langsam, langsam hoch. Gehen wir jetzt erstmal weiter. Da bin ich doch ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt, dass es doch weitergeht, ja. Okay, Informationsschild. Nein, genau das andere Informationsschild. Verwende einen Flegel, wie zum Beispiel den, der gehört, um goldene Lego-Haken zu verwenden. Okay, ja, dann, okay. Huch. So, ich hätte gerne... Was? Wo ist... Hier, Dori, du bist das doch. So. Hoppala. Sollte Ben schon dann. So. Wie kannst du da weiter. Ah, guck an. Und jetzt kommen wir hoffentlich. Ah, ja, okay, nein. Das war jetzt nicht das, was ich eigentlich... Egal, gehen wir weiter hoch. Na, hast du etwa... Mit der Kelle. Kriegst eine Kelle, du. Junge, so geht das nicht hier. So, und... Ist das eine Spinne? Ist das ein... Komm du mal her. Nein, du. Kann ich hier... Hör doch mal auf jetzt. So, geht ihr mal weg. So. Mann. Jetzt aber. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen... Wahrscheinlich sind hier wieder irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten, die ich jetzt noch nicht vorführen kann, da ich die nötigen Zwerge nicht dabei habe. Mit ihren Specials. Und ich... Ja, wenn du im Weg stehst, du siehst doch, dass ich mit dem Hammer aushole, oder? Mann. Jetzt auch noch beschweren am besten. Das habe ich gerne hier. So, jetzt habe ich hier, jetzt bräuchte ich hier Pfeil und Bogen. Und das haben wir derzeit nicht, also werden wir uns jetzt darum weniger kümmern. Okay, und hier haben wir auch scheinbar keine Möglichkeit. Aber wir können kaputt hauen. Und solange das geht, ist alles im grünen Bereich. So... Irgendwann wird sowieso Ende sein, dann müssen wir wieder nachdenken. Schrecklich, der Gedanke. Okay. Kaputt machen geht. Den Baum selbst kann ich nicht, nein, 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 nein. Okay, irgendwas müssen wir hier können. Kannst du hier irgendwas machen? Halt, warte mal. Was machst du da? So, können wir hier was machen? Geht das hier mit? Nein, ne? Okay, jetzt muss ich... Was? Was war das?
hier irgendwas? Nein, ne? Ich bin gerade am überlegen, wen haben wir? Wir können nicht tauschen. Wir haben ihn mit der Kelle. Die, glaube ich, brauchen wir ebenso wenig. Wir müssen, glaube ich, mehr demolieren können. Ich habe irgendwie, wenn ich das Gefühl nicht los, dass ich hier wieder was hätte demolieren müssen. Was ist das? Warte mal, du bist doch ein... Das ist doch ein Tier, oder? Ein verletztes Tier? Da könnten wir Radagast gebrauchen, oder? Naja, egal. Gucken wir uns erstmal hier weiter um. Sammeln ein, was wir sammeln können und dann... Ach, guck an. Aha. So viel dazu. So, und jetzt... Erstmal fleißig was zusammengebaut. Aha, guck an. Was? Bilbo klettert drauf? Wie? Was? 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 Das war jetzt zu schnell. Okay, Bilbo klettert drauf. Die haben gesagt, Bilbo soll. Nee, war doch so, oder? Aha. Das war jetzt so, aber irgendwie nicht geplant, oder? So, hoch, rauf, rauf, rauf. Dann hier hoch, dann hier hin. Dann hier hoch. Das ist eine richtig schöne Jump'n'Run-Einlage. Ich liebe es. Früher war ich sogar richtig gut in Jump'n'Runs. Wirklich wahr? Aha, guck mal. Ach, guck an, das sind ja meine Freunde. Ja. Ich möchte weiter nach unten. Was? Okay. So, du. Nein, du. So. Du kannst jetzt einmal hier raufschießen. So. Achso, nochmal. Natürlich. Ach, guck mal, hätte ich gar nicht halten und zielen müssen. So, und nun? So. So, ich möchte rauf. Aha, okay. Und der nächste. Hoch. Lauf. Geh rauf. Geh doch rauf. Was? So, gehst du bitte mal rauf? Die Steuerung ist wieder mal... Ja, geh rauf. Ich, hä? Warum macht sowas nicht? Aber das nervt irgendwie mit den Wogen, oder? Oder Barge. Ah, guck an. Und nun? Oha. Sie kommen. Wer kommt? Wer kommt denn da? Ach, guck an. Ach, wie schön. Wir können Brandsätze werfen. Ja, dann mal los. Ja, das ist ein Minispiel nach meinem Geschmack. Muss ich... Ja doch, nö, das gefällt mir. So, du auch nochmal. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. So, wir sind fertig. Einmal ein bisschen Bonus. Wir haben alle. Müssen wir jetzt nochmal neu? Okay. Huch. So, und jetzt hier nochmal. Warte doch nicht immer, bis die erst aufgeplatzt sind. Oder aufgesprungen sind. Gib doch sofort was. So, und noch einen, bitte. Nein. So, du jetzt, bleib da. Bleib da. Ja, super. Und wir haben den vierten. Ui. Oh oh. Was denn nun?
Müssen wir jetzt gegen Azog kämpfen, ernsthaft? Das wird aber so nicht gut gehen, Leute. Also direkt angreifen können wir ihn definitiv nicht. Das, glaube ich. Was war das? Ha? Was? Okay, wir können. Ich hab doch... Ah, wir können uns an ihn klammern. Ah, okay, okay, okay. So. So, komm schon, komm schon, komm schon. So, und jetzt hier wieder. Ja, guck an. Helft mir, Freunde, helft mir. Autsch. Aua, aua, aua. Was machst du denn da? Oh, 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 oh. So, komm schon. Wenn wir ihn nicht hauen können, müssen wir noch... Oh, 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 oh. Na, komm schon. Na, jetzt nur nicht versagen. Ja, super. Und jetzt nochmal einen Schlag auf den Kopf. Ah, okay. Ja, das sieht doch schon schaffbar aus, ne? So, es ist hier ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen? Aua, bist du wahnsinnig? Sieht ein bisschen unübersichtlich aus, ein bisschen durcheinander. Was aber vollkommen okay ist. Dass wir den nicht irgendwie beschießen können. Hoppala. So, du auch nochmal. Ich finde das ja ein bisschen nervig, dass man da immer irgendwie 10.000 Gefolgsleute erstmal killen muss, bis sich der liebe Azog dann... Aha. Ich habe gerade von dir gesprochen. So, mein Freund. Ich finde das richtig doof, dass wir erst Tausende von dir... Ui, hallo? ...hauen müssen, damit wir dich wieder vors... vor die Axt, vor die Waffe bekommen. Okay, bleibst du? Nein! Oh. Wow, 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 easy! Oh. Und weiter geht's. Er hat uns die Bilbo gerettet. Was? Nee, verstehe ich jetzt nicht. Okay, wir dürfen jetzt wechseln, aber warum auch immer. Hä? Erklärt ihr mir das mal? Wieso kriechen das. Wieso muss ich denn jetzt booten? Ach, guck an, jetzt kann ich drauf reiten. Gut, super. Und was bringt mir das? Welche Vorteile? Ja, ich bin beritten. Auch gut. Muss ich jetzt mit... Nein. Du, komm mal her. Nein. Nein, nein, noch nicht. Ich möchte gerne so ein Vieh beritten. Bereiten. Weil so ein Vieh bereitet mir Freude. Ja. Ja, so. Jetzt aber. Und ich wette, wir können... Wenn wir das nächste Mal Azog, wenn wir nächstes Mal Azog gegenüberstehen, werden wir höchstwahrscheinlich auch nur von so einem Reittier besiegen können. Verdammte Axt, was soll denn das? Nicht? Aua, 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 hör auf! Hör auf! Vorsicht! Lass mich los! Los, komm! Lass mich los! Und nochmal. Lass mich... So, so. In die Fresse. Genau. Thank you.
Tja, wir sind gerettet und aus der Pfanne. So. Liebe Leute, ich würde sagen, das ist doch der perfekte Moment, um in den Endscreen zu wechseln. Und ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Ansonsten sieht es blöd aus. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal im Endscreen. So, liebe Leute, das war ja mal was. In der letzten Folge sind wir aus der Höhle entkommen. Jetzt erstmal einen epischen Fight mit Azog hingelegt und dann noch spektakulär von den riesigen Adlern gerettet. Und ja, ich hoffe, das war es jetzt nicht schon. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht unglücklich gecuttet. Und naja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play der Hobbit. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss. Zu den Tiefen von Orkstadt. Und was machst du jetzt, Zauberer? Jenseits der Dunkelheit des Düsterwalds. Bis zu den Schatten des einsamen Berges. Drache! Erlebe das Abenteuer wie nie zuvor. Tiefluft holen. Das Schlimmste liegt hinter uns, würde ich sagen. Lego, der Hobbit, das Videospiel.